Jedenfalls hatte der einen Platz im oberen Stockwerk im Badezimmer. Wir haben es also nicht sofort mitgekriegt. Der hat dann eine halbe Stunde an diesem Verband rumgeburgert und hat sich die Pfote abgeschnürt. Mhm. Und die begann schon zu riechen. Also die war wirklich. So, und dann sind wir vom Pontius zu Pilatus und die einzige Tierklinik zu dieser Zeit bei uns in unserer Nähe war in Wissen. Mhm. Da bin ich jeden zweiten Tag von Hennef nach Wissen gefahren, mhm. eben über 3 Monate. Mhm. Und mittlerweile haben wir Gott sei Dank auch eine Tierklinik direkt in Soma mit 8 Tierärzten, die auch Pferde versorgen können. Mhm. Und das ist von unschätzbarem Wert, wenn man sowas direkt in Soma hat. Mir war halt auch wichtig, dass es jemand Gutes ist, der das unterstützt, der sich richtig ein Bild davon machen kann und nicht irgendjemand, der sowas noch nicht so oft in den Händen hat, der nicht so viel Erfahrung hat. Ja. Ich meine, hier geht es ja um eine Zucktauglichkeit, ne? Ja. Und ist einfach so. Und man darf ja züchten mit HD frei, klar.